Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Ich wollte gerade mit Lego anfangen, weil ich in letzter Zeit ja mehr Lego gespielt habe. Ja. Aber wir sind jetzt wieder in Assassin's Creed drin. Ich habe zwar noch ein bisschen voraus und war anderthalb Monate. Aber ich wollte weitermachen, weil ich einfach Bock habe. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Test LCs. Ich habe die Erinnerungen repariert. Du kannst zurück in die Simulation. Abstergo verfolgt uns. Wir müssen uns beeilen. Wirf mir nicht vor, ungeduldig zu sein. Ich werfe dir gar nichts vor, solange du Verständnis dafür hast, was vorher passiert ist. Atlantis ist nicht länger unser kleines Geheimnis. Lass uns weitermachen. Okay. Victoria, du musst mir da drin vertrauen. Ich weiß, was ich tue. Wir sind Freundinnen, Layla, aber ich bin auch deine Ärztin. Ich kann nicht darüber hinwegsehen, was mit deinem Körper passiert, wenn du da drin bist. Irgendetwas stimmt da nicht. Mir geht's gut. Ich ertrage nur keine Arztgespräche mehr. Ich werde mich nie daran gewöhnen, wie sie immer aus dem Nichts auftaucht. Schön, dich zu sehen. Ich wette nicht mal, du hast den Abstergo-Überfall kommen sehen. Nicht wirklich. Doch wenn sie fort sind und ihr bereit seid, kann deine Reise mit dem Stab weitergehen. Nach diesem Cliffhanger in der Grube des Elysions bin ich sowas von bereit. Ich muss einfach wissen, wie es weitergeht. Durch den Kontakt mit den Erkenntnissen der Hüterin im Elysion hat Cassandra mit dem Stab Wissen ausgetauscht. Okay. Mit Hilfe des Animus also auch mit dir. Ich muss schon sagen, ich fühle mich tatsächlich stärker. Verlier bloß nicht den Kopf da drin. Viel Glück, Layla. Okay. Weiter geht's mit dem zweiten Teil. Im letzten Part waren wir, wie gesagt, in der Grube von Elysion, wurden reingestoßen. Und ich glaube, wir haben schon Kerberos im Hades wahrscheinlich gesehen. Ich meine, das war der Hades. Ich meine, auch der DLC war der Hades. Ich habe mir schon ein bisschen was dazu angeguckt, so grob. Wie viele Missionen es gibt. Ich glaube, die hat weniger Hauptmissionen, dafür viel mehr Nebenmissionen. Und vorher war es, glaube ich, andersrum. Aber gucken wir mal. Ladezeiten sind aktuell wieder relativ lang. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht, weil ich das Spiel länger nicht gespielt habe. Ich kann es nicht sagen. Aber wir gucken mal, was jetzt auf uns wartet. Wenn es denn endlich mal geladen hat. Ist ja nicht so, dass das Spiel auf der fucking SSD liegt oder sowas. Nein, alles gut. Ich sollte mehr M2-SSDs investieren, glaube ich. Wir haben nicht diesen zerbrochenen Stab, wir haben den fertigen. Also, fertig jetzt auch nicht ganz, weil es soll ja eigentlich ein Speer sein. Wir haben nur die Speerspitzen mit ein bisschen Griff. Ja, hier haben wir aufgehört, glaube ich. Und da haben wir von Animus gerissen. Ich hab gar kein Spiel steuert. Der ist was schleichen, X war ausweichen, dann haben wir schnelle Angriffe und starke Angriffe. Au. Kerberos. Das heißt, au. Also ich muss es gedrückt halten. Ah, okay. Dann habe ich es immer. Junge, ich bin fast tot. Ich habe falsch gemacht. Ja, danke dafür, dass du jetzt nicht den... Also ganz ehrlich, was soll ich da machen? Ich kann da nicht entkommen. Oder ich hätte vielleicht den Angriff, oder das lange Ausweichen machen können, was ich auch in diesen ganzen 200 Parts nie benutzt habe. So wirklich. Okay, ich habe schon wieder nicht gemacht. Oh Junge, der macht richtig viel Schaden. Na gut, zum Glück können wir es ein bisschen heilen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ja, wir heilen es mit normalen Schlägen. Au! Oh. Also ganz ehrlich, wieso macht der so krass Schaden? Als erster Gegner in diesem Trash DLC, ey. Ich hatte gar keine Lust dazu. Warum heilt mich das jetzt nicht mehr? Das habe ich doch sonst mal richtig geheilt. Ich will nicht sagen, aber der hat immer noch... Ich habe ja noch Feuer, ganz vergessen. Das macht ihm nichts aus, weil er ein Feuerhund ist. Ich habe Gift auf meinem Waffen. Stürmt. Ich hasse es. Macht doch nicht so viel Schaden. Also, er macht viel zu viel Schaden. Das macht gar keinen Spaß. Und vor allem, man startet gerade so den DLC. Und dann denkst du das Spiel so: Ja, erstmal ein richtig krass Gegner, die Fresse. Richtig spaßig.
Okay, das hat jetzt nicht immer gerechnet, dass er mich trifft. Natürlich trifft das wieder nicht. Ja, macht richtig Spaß, wenn die ganze Zeit von ihm umgeschmissen wird. Aber naja. Das hat Cassandra wieder irgendwas gesagt, wurde nicht vertont. Okay, hat die nächste Phase anscheinend. Okay, das war ein cooler Move, den ich vorher noch nie gesehen habe, weil ich auch das Ausweichen nie benutzt habe. Und der Stärke. Dann hat er wieder seinen Flammenangriff, ne? Muss ich gleich auch mal hinten rollen. Was machst du jetzt? Okay, man kann einfach so ausweichen. Okay, irgendwie funktioniert das gar nicht so gut mit seinem Feuer. Das ist aber gut für mich. Ja, okay, ich habe gesagt, da war ich noch mal ausweichen, aber gut, wenn es nicht ist, dann nicht. Ja, okay! Lass mich halt gar nicht mal eine Attacke treffen. Okay, das war ein Crit, das war gut. Ich finde es gut, dass sie jetzt nach 281 Parts ein komplett neues Gameplay-Feature benutze, was ich vorher nie benutzt habe, weil ich es einfach nie gebraucht habe. Meine Güte, nerviger Fight. Okay. Schatz des Kerberos, Stab der Toten. Das war ein krasser Fight. Jetzt sind wir besser für den Giftschaden. Also, das ist auch ein krasser Angriff gerade. Armer Kerberos. Armer Doggo. Ein Schluck für ihn vergießen. Oh nein. Wo ist doch ein guter Doggo? Hm. Okay, gucken wir erstmal. Weltkarte für. Danke für Nichtspiel. Ist ja nicht so, dass ich gucken wollen würde, wo ich bin oder so. Nee, alles gut. Ja, Quest erfolgen. Wir haben jetzt eine neue Quest. So. Nicht in den Tod fallen. Das wäre mein erster Punkt. Ja, wir haben jetzt noch zwei Teile von dem Atlantis-DLC vor uns und dann noch die Corfu-Quest fertig machen. Und dann ist das Spiel auch endlich vorbei. Also ich hoffe, dass es nicht noch irgendwie... Also ich hoffe, dass 19 Parts maximal noch sind, weil ansonsten bin ich über 300. Aber... Okay, da fliegen irgendwie Geister rum. Interessant. Ist das hier der Styx oder sowas? Du stinkst. Sterblichkeit. Mein Meister. Und du schickst Natur. Was ist eine coole Waffe? Der letzte Sterbliche, der einen Tanz mit dem Kerberos überlebt hat, war Herakles. Aber der hatte ja auch Athena und Hermes um den Finger gewickelt. Also sprich, wen hast du um den Finger gewickelt? Welcher Gott half dir, meine Bestie zu erschlagen? Ich selbst? Die Götter beschenken mich reich. Ich bin Cassandra von Sparta, Trägerin des Adlers von Zeus, Hüterin des Stabes von Hermes, Trägerin des Speers des... Ach, du kennst Leute in hohen Positionen. Toll. Aber wen kümmert's? Du bist jetzt in meinem Reich. Ich würde sagen, du schuldest mir was, Hüterin. Was hält mich davon ab, dir einfach den Speer in den Kopf zu stecken? Doch jetzt bin ich hier. Was willst du von mir? Deinetwegen ist mein Reich noch chaotischer als je zuvor. Ohne den Kerberos hindert niemand mehr die Toten daran, sich in die Welt der Lebenden zu begeben. Dann besorg dir einen neuen Hund. Du holst mir einen neuen Hund! Und wenn nicht? Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest.
In meiner Familie gerät das Blut schnell in Wallung. Du bist dafür verantwortlich. Dann ist es nur gerecht, dass du es in Ordnung bringst. Na gut. Sag mir einfach, wo du deine mehrköpfigen Ungeheuer aufbewahrst und ich bin im Handumdrehen zurück. Nein, 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 holde Hüterin. Mein Reich, meine Regeln. Hier gibt es 4 Tore. Statt einem Wächter für alle 4 will ich, dass du mir 4 Wächter besorgst. Ein für jedes Tor. Die Unterwelt ist voller Könige, Helden und Legenden. Alle ziellos und in einer Sinnkrise. Du könntest ihnen einen Sinn geben. Wie soll ich die Wächter auswählen? Kerberos war ein mächtiger Wächter. Welcher Mensch könnte ihn ersetzen? Kein Mensch könnte das. Aber eine Legende, tief verwurzelt in den Mythen der Lebenden, würde alle mit Ehrfurcht erfüllen, die versuchen, die Grenze zu überschreiten. Besorg mir 4 davon. Was für, wenn ich niemand finde? Wenn ich diese Wächter nicht finde, was dann? Die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich würde verwischen. Die garstigen Kreaturen, die im Tartarus eingesperrt sind, wären frei. Die Seelen der Verstorbenen würden ziellos umherirren. Und ich wäre richtig, richtig sauer auf dich. Try me, bitch. Bring mir bei, wie der Stab funktioniert, und ich mache es. Ach ja, die Prüfungen der Hüterin. Ich hörte schon, dass du von nichts zurückschreckst, um deinen blöden kleinen Stock zu verstehen. Dieser blöde kleine Stock? Ich sag dir was. Sprich mit meinem Fährmann Charon. Hilf ihm, alles in Ordnung zu bringen. Und ich helfe dir, dein Schicksal zu erfüllen. Siehst du das? Sowas passiert jetzt überall. Bring es in Ordnung. Das werde ich. Mein Bruder und ich haben eine kleine Wette am Laufen, ob du die Aufgabe meistern wirst. Enttäusch mich nicht. Du willst mir nicht noch mehr schulden. Wer ist Hades Bruder? Ist das Zeus? Gar keine Ahnung von der Mythologie. Tartarus-Risse. Die Gefangenen des Tartarus sind durch Risse in die Unterwelt entkommen. Interagiere mit den Tartarus-Rissen, um auf dieselbe Ebene wie die Schattengefangenen zu gelangen, damit du sie in ihre wahre Form bekämpfen kannst. Okay. Tartarus-Risse haben einen brutalen Effekt auf die Lebenden. Kassandras maximale Energie wird verringert, bis alle Gefangenen getötet wurden und der Tartarus-Riss versiegelt wurde. Gleich hätte man viel mehr arbeiten sollen. Okay, das geht natürlich nicht. Oh Gott. Nein, Freund. Du kriegst erstmal einen kleinen Stich. Was waren das für Dinge? Und warum war ich so schwach? Ich hab's dir gerade vorgelesen, Cassandra. Haben wir jetzt eine Weltkarte? Ja, wir haben eine Quest abgeholt. Okay, wir sind jetzt hier in Fahrt zur Unterwelt. Es sieht aber tatsächlich kleiner aus. Weit kleiner, was mir sehr, sehr gut gefallen mag. Ich würde sagen, auf zu dem Punkt hier. Ich denke mal, wir sollen eine ganze Menge Tartarus-Risse zumachen für irgendwas. Mehrere Quests angenommen. Ach, was haben wir schon wieder für Quests? Gucken wir erstmal. Sprich mit Charon. Besiege die 4 gefallenen Wächter des Hades und rekrutiere sie. Hades will Herakles, Achilleus, Perseus und Agamemnon als seinen Wächter. Okay, finde beschaffene die Erkenntnisse Hüter. Okay. Ah, okay, jetzt kriegen wir hier noch 3 weitere Dinger, damit wir unsere Skills erhöhen können. Oder ist das nochmal getrennt von dem? Weil bei Persephone's Reich, da gab es ja 4 Stück, 1 pro Gebiet. Ja, Moment, Meister. Fliegst du hin?
Ubisoft präsentiert. Das Schicksal von Atlantis, Episode 2, die Hadesqualen. Ja, ist ein bisschen anders als das Elysion, muss ich gestehen. Freunde, ich wollte gerade noch da hinten was erkunden. Gang der Seelen entdeckt. Okay. Da sind wir auch. Okay, das kann ich mir schon. Ach, hier gibt es auch noch diesen Quatsch. Also das mit Hoch und Runter, das habe ich halt nie so gefühlt, weil es ja komplett nutzlos. Da spare ich mir wie 2 Minuten klettern oder nicht mal 2 Minuten, also ein paar Sekunden klettern. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht, Cassandra. Das stellt sich gerade mal ein bisschen an, oder? Ich würde sagen, wir erkunden jetzt erstmal das Gebiet, in dem wir uns befinden. Nämlich die verbrannten Ländereien. Okay, wir haben hier einen Schmied. Wir haben mit 3 Punkten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hier unten und hier oben und überall. Ach, hier gibt es ja auch wahrscheinlich wieder Ostraka und so einen ganzen Quatsch. Ich habe gar keine Lust auf die Sachen. Aber das werden wir schon irgendwie finden. So, ich habe es wie gesagt länger nicht gespielt, deshalb muss ich mich gerade ein bisschen neu einfinden und kann das Spiel gleich besser als vorher. Was bist du denn? Von der Tempel der Nyx. War doch der Nyx, oder? Mit X am Ende, ne? Ja, der Nyx. Ah, hier ist so ein komischer Riss. Interessant. Also, das ist ein interessantes Gameplay-Feature. Okay, wir haben wahrscheinlich 2 Risse. Ne, da hinten ist der eine Riss. Was passiert, wenn ich da... Sehen die mich jetzt schon? Okay, wir haben 2 Risse. Interessant. Aber... Es würde mich interessieren, ob die mich auch schon vorher sehen. Ich will es aber eigentlich nicht herausfinden. Ich fühle das auch gar nicht so krass. Okay, wir haben noch einen Skillpunkt, den ich verschwenden kann, aber den kann ich auch noch behalten. Wir müssen uns wirklich noch ein bisschen laufen lassen. Okay, hier haben wir 3 Stück. Ich glaube, das mache ich dann so. Natürlich klappt das nicht. Okay, die sehen mich auch. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, muss ich gestehen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die anderen gleich auf mich schlagen. Ich dachte, ich kann auch den einen abwerfen und dann die anderen gleich mittreffen. Okay, euch kann ich sowieso nicht töten, also seid ihr mir erstmal egal. Aber die können mir natürlich schon Schaden zufügen. Ist ja klar. Dann kann ich ja direkt in den Riss gehen und den... Und vor allem, ich werde nicht mal voll geheilt, wenn ich hier wieder rausgehe. Ist ja gemein. Klar, weil ich noch im Kampf bin, aber es wäre trotzdem schon, wenn ich voll geheilt werden würde. Natürlich habt ihr mich gesehen. Er hat meinen Schlag geblockt. Ja, klar. Er schlägt mich einfach, während ich meinen Angriff vorbereite. Und er ist zu weit weg, damit mein Angriff... Es ist so ein schlechtes Spiel. Ein bisschen Schaden. Den da hinten muss ich auch oder nicht? Da bin ich mir ganz sicher. Natürlich kann ich ihn. Das spielst du. Er hat mir nicht gesehen. Das ist so ein schlechtes Gameplay-Feature, dass ich ihn nicht einfach töten kann.
also nicht einfach assassinieren kann, wenn der nicht mal irgendwie neben mir ist. Also er hat mich nicht wirklich gesehen. Er wusste grob, wo ich bin. Klar, dann rennt er zu mir, aber dann soll ich ja trotzdem in der Lage sein, ihn zu assassinieren, wenn ich irgendwie über ihm bin. Okay, aber irgendwie... Ach, hier ist auch noch was. Tartauschleier. Verhindern, dass Lebende die Tore zwischen den Reichen der Unterwelt passieren können. Nur wer die Rüstung der Gefallenen trägt, kann sie lebend durchqueren. Was? Achso, okay. Dafür brauche ich erstmal eine Rüstung oder was? Und die habe ich nicht. Aber dann komme ich da so gar nicht da ran, oder? Das ist doch zum Kotzen. Kotzt mir jetzt schon wieder an, sowas. Aber gut. Ich wollte auch immer sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.